Und dann wird Amerika immer schöner, aber nie benutzt. Nie benutzt. Geil. Das war keine schöne Erfahrung. Wir sind tatsächlich akzeptierte Texaner. Fully integrated. Barbie wartet auf uns. Ja, und dann erklär irgendwie den Kollegen, oh, wir müssen schnell weg. Ich meine, das zeigen sie bestimmt ihren Kunden, aber ist doch egal, ja? Ich stalke schon wieder die Lieferanten von hinter den Gardinen. Was ich nicht alles für euch mache, ne? Das haben wir früher auch mit den Lieferando-Fahrern gemacht. Typisch Deutsch, wenn der Deutsche bestellt, der bestellt, der diskutiert nicht herum und so. In 15 bis 20 Minuten kommen sie. Kriegt man eine Tracking-App, ist man gleich am Stalken. Ja, genau. Das sind die kleinen Dinge des Alltages, über die man sich freut. Was da? Gute! Hallöchen, ihr Lieben! Da sind wir! Wir sind Mirella und Mike und wir sind endlich nach Amerika ausgewandert! Und wohin genau? Nach Austin! Oh. Austin, folgt uns auf unserer Reise durch Amerika, denn es wird spannend. Falls ihr Fragen habt, Kommentare. Folgt uns! Folgt uns! Was da? Unsere License Plates sind da! Ich habe vergessen, was du meinst. Unsere Kennzeichen sind da, Kennzeichenschilder. Wir haben gerade einen Anruf bekommen von Ford Truck City Ford. So rum. Ford Johnson, Johnson Life. Johnson Life. Life Johnson Truck City Ford. So rum. Ja, wie auch immer. Machen wir mal Werbung. Wir haben gerade einen Anruf bekommen von der Rezeptionistin. Unsere License Plates sind da. Das heißt, wir sind tatsächlich akzeptierte Texaner. Fully integrated. Fully, nicht ganz. Akzeptierte Texaner. Wir Unser haben, Auto zumindest. Genau, wir haben ein Auto, was in Texas registriert ist. Texanisches Auto. Das ist voll cool. Wir hatten nämlich ein bisschen Angst. Der Verkäufer hat nochmal geschrieben und hat uns nach den Pässen gebeten, also Kopie von den Pässen, um registrieren zu können, weil die Green Card wohl nicht gereicht hat alleine. Genau, normalerweise macht man das mit dem Führerschein. Genau, und wir haben keine, also wir haben deutsche Führerscheine. Ja. Deutsche Führerscheine gelten aber nicht als Identifikationsmittel. Richtig. Und das weiß man aber auch erst, wenn man auswandert. Auf jeden Fall sind wir super happy. Die hat uns gefragt, ob sie per Post schicken soll zu uns. Dann dauert es eine Woche, aber wir haben gesagt, wir holen Nein, sie ab. Nein, das ist nochmal ein Grund, einfach mal ins Auto einzusteigen, durch die Gegend zu fahren. Ja, und das ist zum Autohaus zu gehen. Genuss pur. Das sind die kleinen Dinge des Alltages, über die man sich freut. Ja, das stimmt. Wie wahnsinnig man sich freut über die einfachsten Sachen. Richtig. Aber einfach ist nicht, wie ihr wisst, Richtig. Ganz einfach mal. Deswegen, wenn es mal einfach läuft, ist geil. Das heißt, bald werden wir unsere Papierkennzeichen los. Oh ja. Ach so, ja, falls wir es nicht erwähnt haben, alle temporären Kennzeichen hier in Texas sind tatsächlich aus Papier. Wir hatten auch schon mal einen Mietwagen mit Papierkennzeichen. Stimmt, weißt du noch? Stimmt. Das ist quasi das rote Kennzeichen aus Deutschland, ist hier aus Papier. Ja, aber ehrlich, warum soll man das Geld ausgeben? Das stimmt, ein Drucker tut's auch. Das Witzige ist, beim Mietwagen ist uns passiert, da ist der war irgendwie geklebt mit Tesafilm, hat sich abgelöst und das Papierkennzeichen ist dann immer wieder auf der Autobahn, so hat sich hochgeklappt und hat dann unsere Bremssensoren, unsere Pieper immer ausgelöst. Das Witzige war anscheinend nicht bei höheren Geschwindigkeiten wird es normalerweise ausgestellt. Ja, und beim, das war beim halt Nissan. Und, bei der, und es hatte auch die Rückfahrkamera verdeckt. Das ah heißt, ja, genau. Es war ein großer Pickup-Truck. Aber das ist uns beim Ford jetzt nicht passiert, ne? Und wir sind damit auch eine Weile gefahren. Richtig. Und heute kommt auch unser Sofa. Gespannt. Wir hoffen, dass es rechtzeitig kommt und dann wird Amerika immer schöner. Genau, dann können wir den nächsten Raum aktivieren, weil der ist noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das Wohnzimmer, nie benutzt. Nie benutzt. Es ist nur ein Durchgangszimmer zur Terrasse. Richtig. Verbindungsraum, der Flur zwischen Garten und Küche. Aber jetzt sind wir in der Küche. Also das ist ja unsere Küche hier. Genau. Wir halten uns sehr viel in der Küche. Wir haben auch eine sehr große Küche, muss man sagen. Ich finde das schön. Das war früher auch so, ja, dass man sich sehr viel in der Küche aufgehalten Richtig. Hat. Richtig. Ihr Mäuse, unser Sofa kommt, ich kann es kaum erwarten. Das hier ist der Truck von Crate & Barrel, der Lieferant, der uns das Sofa bringt von Crate & Barrel. Die haben uns heute Morgen diesen Link geschickt und wir können ihn jetzt seit heute Morgen live beobachten, wie er unser Sofa mitbringt. Was ich genial finde, ist halt, wie genau man den beobachten kann. Das ist echt Wahnsinn. Also man kann sogar fast schon gucken, an welcher Straße der anhält. Hier steht so eine Einschätzung der Uhrzeit. Der hat sich seit heute Morgen so ein bisschen geändert. So ein paar Mal, erstmal stand da 16.12 Uhr, dann 15.15 Uhr, glaube ich, und jetzt 15.27 Uhr. Was natürlich total nachvollziehbar ist, weil es passiert. Ne? Man steht im Stau und alles, aber es ist immer noch ziemlich genau. Zumal die Lieferung zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr programmiert ist. Diejenigen von euch, die noch in Deutschland leben oder jemals was bekommen haben, wissen eigentlich, wie furchtbar das abläuft mit Lieferungen in Deutschland. Also außer Amazon, die kann man ja verfolgen.
Aber wenn man so größere Lieferungen, Möbel oder Speditionslieferungen bekommt, dann sagen die irgendeine Uhrzeit. Und es ist auch schon mal passiert tatsächlich, dass eine Spedition ein Parkett vor der Tür einfach abgelegt hat. Ja, Parkett. Wir waren auf Arbeit, die haben angerufen, ja, sie sind nicht da, es ist uns egal. Einen Tag vor dem geplanten Termin. Wir hatten extra Urlaub genommen, um darauf zu warten, auf die Lieferung. Und ja, ein Scheißdreck, das hat die gar nicht interessiert. Die kamen einen Tag vorher, haben es vor der Tür stehen lassen. Es hat geregnet. Ihr könnt euch vorstellen, welchen Stress wir hatten. Und dagegen dieser Service. Ne? Ich meine, das ist letzten Endes auch nur eine Spedition. Und schaut doch mal, wie geil das ist. Und wir können es genau einschätzen. Und die haben gesagt, die rufen uns auch noch an, bevor sie, wirklich eine halbe Stunde, bevor sie kommen. Ist halt alles ein bisschen anders und mehr Service hier. Ne? Ja, wie erwartet, haben sie uns auch noch eine Nachricht geschrieben. Gerade eben kam sie rein, dass sie in 15 bis 20 Minuten da sind. Falls ich irgendwelche Fragen habe, inklusive Nummer, ich werde jetzt nicht ihre Telefonnummer zeigen. Auch nochmal zum Thema Deutschland. In Deutschland sind die Telefonnummern immer, immer, immer versteckt. Ja, ja, die Lieferanten wollen ja ihre Privacy, ne? Jedenfalls hier nicht. Du kannst ihn theoretisch auch schreiben. Der bittet darum, dass man zurückschreibt, aber man kann ihn auch anrufen, theoretisch. Und wir freuen uns jetzt, in 15 bis 20 Minuten kommen sie. So, wir warten jetzt auf das Crate & Barrel Auto, auf den Lieferwagen, weil wir wissen, dass sie hier langfahren werden, hinten. Kriegt man eine Tracking-App, ist man gleich am Stalken. Ja, ja, genau. Das haben wir früher auch mit den Lieferando-Fahrern gemacht. Ja, wenn man oben wohnt, hat es halt Vorteile. So, jetzt müsste er bald gleich da sein. 40 Grad im Kreis. So. Jetzt müsste es da sein. Da! Das ist 100 Pro der gewesen. Ah, wie cool. Ich sehe gerade, tracking-mäßig ist der ein bisschen hinterher. Also, so ein paar Sekunden, so 20 Sekunden, oder? Ist er jetzt da? Sollte er laut Tracking haben. Ja, 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 ja. Das heißt, in circa 3 Minuten sind sie da. Unser Sofa ist da. Ich freue mich. Ich stalke schon wieder die Lieferanten von hinter den Gardinen. Das ist wirklich nicht nett, aber sorry, das, was ich nicht alles für euch mache. Ne? Unser Sofa ist da. Ja. Hi. Dahin. Dahin wird es kommen. Ja, er war gerade hier drinnen, hat uns gefragt, wo das Sofa hinkommt. Jetzt laden sie es ab, hat gesagt, ich brauche noch 2-3 Minuten, bereite alles vor und dann kommen die. Er hat sich auch vorgestellt mit Namen und seinen Kollegen. Voll nett. Oh, ich freue mich so, endlich ein Sofa haben. Da, ich glaube, sie kommen. Na, die haben die Tür aufgemacht. Das Sofa kommt jetzt hier hin. Ja, ja, und ich kann es kaum erwarten. Ihr habt es gerade gesehen. Durchs Fenster. Ich versuche sie immer, also ich schäme mich immer so, sie zu filmen. Ne? Das tut mir immer so leid, weil ich mir denke, vielleicht wollen die das gar nicht. Aber ich werde versuchen, nicht ihre Gesichter oder so zu filmen. Ne? Aber ich laufe so ganz unauffällig hinterher mit meinem Zeug. Was haben wir, was ist denn das? Aha, da liegt schon was so mäßig. Aha, Karon. Ich weiß gar nicht, wo das Sofa gerade verschwunden ist. War gerade noch hier hinterm LKW, jetzt ist es weg. Aber die kommen bestimmt, die kommen. Und ich mache das Licht an, dann ist es ein bisschen heller. Das ist mein geliebtes, Sofa. Schaut euch das an. Die holen wahrscheinlich auch gleich die Kissen. Und dann haben wir ein Sofa. Ich freue mich schon so. Und es hat perfekt gepasst durch die Eingangsdings. Das war ein bisschen eng, aber gut, ich meine Ami-eng. Das ist ein 93-Inch-Sofa. Ich müsste mal rechnen, wie viel das ist. 1 Meter, 2 Meter. Und jetzt Plastik. Da ist es. Oh, schau mal. Ist es nicht schön? Und? Ist machbar? Ja, locker. Sehr schön. Schön mit allen Zetteln drum und dran. Nagelneu. Und warm. Warm. Das ist immer hier in Texas so bemerkenswert, wenn etwas geliefert wird. Es ist immer warm. Ne? Ja. Es ist immer warm. Wirklich wie Brot. So, jetzt warten wir auf die Kissen und ich glaube, dann ist die Lieferung auch schon vorbei. Er hat gerade gesagt, wir sollen uns die Zeit nehmen. Er geht raus und bringt den Müll weg, die Verpackungen wahrscheinlich. Und wir sollen uns ruhig die Zeit nehmen, um die zu inspizieren. Um das Sofa zu inspizieren, sodass wir das bemängeln können, falls es was hat. Das ist hier in Amerika immer sehr, sehr wichtig, weil die nehmen nicht einfach Sachen zurück, so wie in Deutschland. Ist ja auch logisch, ist ja ein Riesensofa und vor allem die Lieferung. Da muss man halt drauf aufpassen, dass man beim Empfang gleich alles inspiziert. Ist ja auch in Deutschland auch so letzten Endes. Also in Deutschland ist es theoretisch auch so, dass man immer gucken muss, bevor man was von DHL bekommt, ob die Verpackung intakt ist. Ansonsten hat man das Recht, das nicht anzunehmen. Aber es sieht soweit gut aus und ich freue mich. Ist das nicht schön? Sag doch mal. Ah, das ist wunderschön. Ja, das ist super. Ihr habt es gerade gesehen. Ich habe es euch gezeigt. Wenn ich es noch nicht gezeigt habe, blende ich es jetzt ein. Da. Ja.
da ist das schöne Sofa. Mal wieder so eine super Erfahrung, oder? Geil. Also, zusammenfassend, die waren super nett gerade, also die Eindrücke, die frischesten, die waren gerade super nett, haben uns viel Spaß und viel Erfolg, also viel Glück, viel Glück mit dem Sofa gewünscht und haben gesagt, das ist ein wunderschönes Sofa. Ich meine, das sagen sie bestimmt ihren Kunden, aber ist doch scheißegal, ja? Und haben uns da unterzeichnen lassen. Wir geben denen auch immer natürlich ein bisschen Tipp, weil ich meine, das ist wirklich viel Schleppereien bei 40 Grad Möbel schleppen und machen und tun. Wir haben uns auch bedankt, dass sie früher kommen, denn heute Abend hatten wir eigentlich Tickets für Barbie. Wir hatten die Tickets gekauft vor einer Woche und dann hatten wir dann später hatten wir quasi das Sofa gekauft und terminiert auf den erstmöglichen Tag und dann haben wir gemerkt, oh shit, das könnte tatsächlich kollidieren. Ist es aber nicht, die sind früher gekommen als angekündigt, das finden wir ganz toll. Wie gesagt, insgesamt war es eine tolle Erfahrung. Mega. Wir sind zum Laden gegangen, haben einfach bestellt, gut, typisch Deutsch, wenn der Deutsche bestellt, der diskutiert nicht herum und so. Wir sind hingegangen, ich will dieses Sofa haben, ich will bezahlen. Und ich möchte es gerne jetzt geliefert haben. Der Designer war so, das war so ein junger Mann, der hat, glaube ich, vor kurzem erst angefangen. Ganz frisch, seit einem Monat war er erst in Austin. Der war total so, ja, natürlich. Sind Sie sicher? Auch genau das, diese Farbe, sind Sie wirklich sicher? Weil, soll ich Sie nicht noch beraten? Bei Crate & Barrel sind Sie so auf Beratung. Also Sie machen sogar auch Hausbesuche. Kommen kostenlos nach Hause und beraten dich, nehmen quasi einen Grundriss, tun das alles in 3D-Planer und dann sich beraten mit Farbmuster und alles, was passt hier rein. Und designen dann das Wohnzimmer oder das Zimmer, was auch immer. Jedenfalls war er so, okay, ich bestelle jetzt das Sofa. Und also das lief total einwandfrei. Dann hat er uns da schon den Tag genannt, an dem das Sofa geliefert werden kann. Aber auch natürlich dank dessen, dass das Sofa auf Lager war. Ja. Wenn es nicht auf Lager ist, dann geht das nicht. Hätten wir bestimmt, aber an die 6 Wochen war das letztens, als wir mal im April geschaut haben. Genau. Jetzt kriegen wir bestimmt eine SMS, dass wir sie bewerten. 100%ig war das die SMS. Man zahlt $259, glaube ich. Für die White Glove Delivery. Das bedeutet, es wird, wie ihr seht, einfach hierher gebracht, ausgepackt. Die nehmen den Müll mit. Die nehmen sogar, glaube ich, alte Sachen mit, wenn man denen das sagt. Die Couch, das alte Sofa oder was auch immer. Die bauen es zusammen, falls irgendwas zusammengebaut werden muss. Kommen quasi mit weißen Handschuhen und. Ja. Die haben wirklich weiße Handschuhe an, sodass sie nichts dreckig machen. Ja, der eine hat auch aus Versehen das eine Kissen auf den Boden fallen lassen und wird sofort gehoben. Und ihre Schuhe ausgezogen, als sie hereingekommen sind beim Transportieren. Ja. Sind sehr, sehr behutsam mit den Stücken umgegangen, auch mit unserer Wohnung. Mit unseren Sachen, ja. Sind ja nicht reingeprescht, einfach so. Ja. Meinst du, wie in Deutschland, als die Kommode geliefert wurde und unser frisch verlegtes Laminat gleich ein Loch bekommen hat? Direkt, ja. Das war so frisch verlegt, direkt schönes Loch. Ja. Direkt in der Mitte, dass man es nicht mal nochmal auswechseln kann. Ja. Passiert aber. Gestern haben wir einen Anruf bekommen mit der genauen Uhrzeit. Also es sollte zwischen 15:30 und 17:30 kommen, habe ich glaube schon mal gesagt. Und um 17 Uhr ist unser Film. Und wenn man eine halbe Stunde vorher sollte man da sein, weil ab 17 Uhr wird man dann nicht mehr reingelassen. Ja, das ist Alamo Drafthouse Cinema. Die haben so eine Special Policy. Man darf nicht reinkommen, wenn man zu spät kommt, also um die anderen Gäste nicht zu stören. Das finde ich cool, das wird interessant. Werden wir euch mitnehmen. Und dann die Lieferungsverfolgung, die wir heute Morgen per E-Mail bekommen haben. Habe ich euch gezeigt, ist genial. Mhm. Also genial. Ich möchte nur noch mal auf diese Geschichte mit dem Parkett eingehen, ja, weil mein Schatz ist jetzt auch da. Also das war echt keine schöne Erfahrung. Ihr müsst euch vorstellen, du denkst dein Parkett, also ich rede hier nicht vom Päckchen oder Parkett, sondern vom Parkett, Echtholzparkett. Haben wir bestellt bei Hornbach und Hornbach nutzt immer irgendwelche Lieferanten. Mit der ganzen Europalette. Wir haben einen Tag, mit einer Europalette. Wir haben einen Tag genannt bekommen, wir haben extra an diesem Tag Urlaub genommen, weil das Parkett musste auch noch hochgeschleppt werden. Ja, einen Tag vorher klingelt mein Handy, wo sind Sie? Auf Arbeit. Ich habe jetzt das Parkett, ich lasse das hier. Ich lasse mal da. Es hat geregnet, wir waren auf Arbeit, beide. Und irgendwo in Frankfurt quasi stand Parkett vor der Tür auf dem Bürgersteig. Der hat es noch nicht mal nach hinten gebracht. Richtig. Auf dem Bürgersteig, ja. Ist in Frankfurt jetzt nicht gerade so. Ja, weil in Deutschland liefern sie ja nur Deutschlandkante. Ne? Richtig, Ikea liefert, glaube ich, bis nach oben. Ja. Ja, und dann erklär irgendwie den Kollegen, oh, wir müssen schnell weg, weil unser Parkett wird gerade nass. Das war keine schöne Erfahrung. Deswegen haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine gute Erfahrung gemacht. Ja. Das zweite Mal schon. Richtig, das ist davor was von West Elm. Ja. Wir sind happy, haben jetzt ein Sofa, müssen uns jetzt um einen Teppich kümmern und einen Fernseher und einen Couchtisch. Den Sessel haben wir ja schon. Ein zweiter Sessel kommt, sobald wir einen zweiten Sessel finden, der uns gefällt. Aber erstmal reicht es fürs Leben. Erstmal können wir gemütlich sitzen. Und endlich können wir dann Filme gucken. Oh mein Gott. Ja. So, wir lassen euch jetzt, weil wir müssen zu Barbie und wir müssen dieses Sofa genießen. Richtig, Barbie wartet auf uns. Keep Austin Real. Ja. Ein paar Tipps. Ich habe pinkene Augen, wie nennt sich das? Augenlider und ein pinkenes Make-up und auch ein bisschen pinkenes T-Shirt. Es geht zu Barbie.
Wir haben es tatsächlich nicht geschafft, letzte Woche, also in der Einführungswoche, Barbie zu gucken, weil unser Kino hier voll war, ganz einfach. Absolut ausverkauft. Das ist auch heute ausverkauft, das ist grundsätzlich ausverkauft. Ja. Deswegen haben wir heute gekauft und wir sind super, super, super happy darüber. Wir können es kaum erwarten, zumal es ist unser erstes Kinoerlebnis in Amerika. Das soll der Hammer sein. Das ist so ein Luxuskino, wo man sich hinlegt und Essen bestellen kann und Margaritas bestellen kann. Und nein, ich trinke keinen Alkohol. Es ist gleich hier, in 2 Minuten müssten wir da sein. Ich zeige euch ein bisschen die Eindrücke natürlich aus dem Kino. Kennt ihr ja, wenn es dunkel ist, kann man nichts mehr zeigen. Und Barbie will euch nicht zeigen. Genau, Handy aus. Aber bis dahin versuche ich euch mal mitzunehmen. Ne? Ich kann es kaum erwarten. Und der Typ da ist so. Oh, gut, dann lass uns mal gucken, ha? Also man hat hier seinen Stift, Bestellpapier und dann den Tisch und die Sitze sind so, die sind natürlich, die kann man auch zurücklehnen und sowas. Und da vorne läuft Barbie-Werbung. Oh mein Gott, und ich, bei mir gehen die totalen Kindheitserinnerungen, weil ich hatte diese Barbie, genau diese. Nein! Mega! So, ihr Lieben, und das gehört auch zum Amerikaner-Sein dazu. Chips und Queso. Bottomless Popcorn, das heißt, es wird immer aufgefüllt. Und gerade leuchtet. So, jetzt Lichter aus. Unser Container ist in Austin, also unsere Sachen. Ganz früh morgens um 7, glaube ich, hat da ein Handy, das Handy geklingelt. Potential Spam. Potential Spam stand da, wir sind nicht reingegangen. Jetzt haben wir eine E-Mail bekommen, wir sollen zurückrufen, unsere Sachen sind da. Ich habe zurückgerufen, am Montag kommen unsere Sachen. Das wir haben Bett. Heute Donnerstag. Das, ja, Bett. Das Bett, endlich. Ja. Ich zeige euch nachher die Matratze. Das ist nicht mehr feierlich. Ihr Lieben, wir sind gerade in der Edge Rooftop Bar. Ich wollte euch unbedingt das hier zeigen. Schaut euch das an. Das ist hier so schön. Es kommt auf der Kamera eigentlich gar nicht rüber. Vor allem, wir sitzen hier und es ist wirklich ein Rundumblick. Ich weiß, man macht keine Videos im Kreis, weil es manchen Leuten wie mir schlecht wird. Aber falls es euch schlecht wird, tut mir leid. Aber das müsst ihr euch jetzt geben. Es ist wirklich so schön. Und die Atmosphäre ist so geil. Und wir sitzen hier so gemütlich. Es ist der absolute. Und man sieht, wenn man aufsteht, sieht man bis zum Kapitol. Ja? Seht ihr das Kapitol? Das ist so schön. Das ist Austin. Ach, das ist. Darin haben wir uns verliebt, gell? Das ist schon Bombe. Ja, es ist schon unbeschreiblich, ja, schön. Unbeschreiblich. Herrlich, man sitzt draußen hier. Wir haben, glaube ich,
Wir haben 9 Uhr. Wir haben 9 Uhr, ja. 35, 36 Grad. Ja. Perfekt. Ja, für uns perfekt. Hinter diesen Palmen ist ein Pool, falls man sich abkühlen möchte. Also auch das geht, ja. Naja, auf jeden Fall muss ich jetzt mein Frozen Pina Colada weiter trinken und gucken, was wir bestellen. Ich wollte euch mal kurz zeigen, ohne die anderen Leute zu stören. Also wir sind gerade beim Service und wir haben hier einen extra Raum für die Leute, die quasi Auto abheben und hier warten möchten. Da hinten ist sogar ein Schreibtisch. Da kann man sich hinsetzen und arbeiten. WLAN ist da, da hinten ist Kaffee, Getränke, Fernseher läuft. Das ist total praktisch, weil jedes Mal, wenn man sein Auto eigentlich zum Service bringt, hat man immer zu warten, man weiß nicht wo. Das ist super, super cool hier. Und klimatisiert. So, ihr Mäuse. Und weil der Typ, der unser Auto vorbereiten sollte, nicht da ist heute, haben wir einfach mal kurzerhand einen Mietwagen bekommen. Und zwar ein schwarzer Ford Edge. Sieht total fantastisch aus, weil ich gerade sehe, das ist anscheinend die Performance-Variante, also die Sport-Variante. Gegen den Ford Edge hat man uns entschieden, also gegen den, weil der einfach ein bisschen zu klein zu klein war und ich fand ihn auch ein bisschen zu unbeweglich, aber ich zeige ihn euch trotzdem, also beim Fahren, wisst ihr, was ich meine, so ein bisschen, der Explorer war ein bisschen beweglicher, so sieht er aus, ihr seht, lange nicht so groß wie unserer, ist nur ein Fünfsitzer, aber auch ein sehr schönes Auto und wir sind jetzt gespannt, mein Schatz muss noch was erledigen am Laptop und dann geht es für uns los, wahrscheinlich gehen wir ein bisschen was essen und dann nach Hause und die bringen tatsächlich unser Auto dann zurück. Mega geil. Mega. Ja. Wir bringen es zurück nach Hause. Das ist der Hammer. Das ist Service. Juhei, juhei. Auf dem Weg zur Notaufnahme. Auf dem Weg zur Notaufnahme. Der Arzt war hier. A little bit like leaking down back here. You got nothing. You're like. Mein Schatz trinkt jetzt was, so sowas in der Richtung. Sind jetzt in dem anderen Krankenhaus. Mein Schatz ist jetzt in den OP gebracht worden. Ich durfte nicht mit ihm bleiben. Hoffentlich geht's ihm auch gut. Der Schock sitzt tief. Ja. Es ist eine Sache, die nicht unbedingt passieren muss in den ersten 6 Wochen oder 7 Wochen, wenn man auswandert. Ja, bei mir kommt jetzt alles runter.